Hey Leute und herzlich willkommen zu meiner Review von Logan the Wolverine, dem möglicherweise letzten Auftritt von Hugh Jackman als Wolverine, der ab dem 2.3. im Kino zu sehen ist. Und bekanntermaßen hat er ja auf einen Teil seiner Gage verzichtet, damit der Film etwas brutaler werden kann. In Amerika hat er also sein R-Rating bekommen und hier hat er eine FSK ab 16 bekommen. Und nach einer kurzen Inhaltsangabe erzähle ich euch, ob diese FSK 16 Freigabe berechtigt ist und ob sich der Rest des Films ebenfalls lohnt. Also, let's go! Logan und Professor X, gespielt von Patrick Stewart, befinden sich schon seit einiger Zeit auf der Flucht vor fiesen Mutantenjägern und konnten ihnen bisher immer entkommen, doch nun fahren sie härtere Geschütze auf und zu allem Überfluss kommt noch ein kleines Mädchen ins Spiel, auf das Logan auch noch aufpassen muss, was diese ganze Sache mit dem Flüchten und Verstecken natürlich schwieriger macht. Die Story klingt ja eigentlich ziemlich simpel und was soll ich sagen, sie ist es im Grunde auch. Aber kann sie vielleicht dennoch für die kompletten 140 Minuten Laufzeit für Unterhaltung und Spannung sorgen? Nun, zu einem gewissen Teil ist definitiv für Unterhaltung und auch Spannung gesorgt, aber es haben sich auch einige Fehler in die Story eingeschlichen, wie zum Beispiel ein paar Längen, was sich ja bei einer simplen Story und 140 Minuten Laufzeit bzw. einer längeren Filmlaufzeit nicht unbedingt vermeiden lässt, außer man kann die Sachen natürlich mit interessanten Inhalten füllen, aber hier bleiben zum Beispiel auch einige Fragen unbeantwortet und der Story fehlt auch noch irgendwie dieser gewisse Twist. Immerhin werden diese Fehler durch geschickte Wechsel von Actionpassagen und ruhigen Momenten ein wenig kaschiert, sodass man nicht unbedingt so schnell darüber nachdenken kann, aber wenn man später dann ein bisschen Zeit hat, dann fällt einem doch die ein oder andere Ungereimtheit auf. Wo ich gerade schon die Action angesprochen habe, wollt ihr jetzt sicherlich wissen, ob Wolverine ordentlich blutig ist und ich kann euch sagen, hell yes, das ist er. Es wird ordentlich rumgeschlachtet, teilweise ist die Kamera ein bisschen verwackelt in manchen Sequenzen, auf der anderen Seite wird dann aber auch manchmal ordentlich draufgehalten und es ist ziemlich heftig, also die FSK 16 ist definitiv angebracht und irgendwie habe ich auch die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, als würde man sich hier bei Logan mal ordentlich den Frust von der Seele schlitzen, weil man ja in den anderen Wolverine-Filmen nur ein PG-13 Rating hatte, obwohl ja Teil 1, also X-Men Origins Wolverine, bei uns auch ab 16 freigegeben war, aber hier ey, die ab 16 Freigabe, freut euch drauf, was die Gewalt angeht. Diesbezüglich also wegen der Gewalt gibt es aber auch einen kleinen Wermutstropfen, denn der Bösewicht in dem Film ist im Grunde nur Mittel zum Zweck und ja, es gibt definitiv bessere. Hier ist er im Grunde nur dafür da, damit sich Wolverine mal ordentlich austoben kann. Aber vielleicht gefällt euch das ja, dass der Bösewicht vielleicht deswegen nicht so die charakterliche Tiefe hat wie andere Fieslinge. Aber von mir aus hätte es definitiv gerne mehr sein können. Dafür haben mir die anderen Figuren aber charakterlich sehr gut gefallen. Hugh Jackman ist als Wolverine natürlich richtig gut und kommt mir in diesem Film auch noch ein bisschen mürrischer als in den anderen Teilen vor. Patrick Stewart als Professor X kann definitiv hier auch in den anderen Teilen überzeugen. Und ganz besonders toll fand ich den Auftritt der kleinen Laura, also des mysteriösen Mädchens, was auf einmal an Wolverines Seite ist. Auf die könnt ihr euch definitiv auch freuen. Schauen wir uns jetzt also mal die positiven Aspekte an, die Logan so bietet. Da haben wir die sehr überzeugenden Hauptdarsteller, richtig schöne Brutalität, was ja für einen Film mit Wolverine in der Hauptrolle eigentlich selbstverständlich sein sollte. Deswegen fand ich die Härte in diesem Film auch ziemlich gut, deshalb die FSK 16 ist definitiv berechtigt und es ist auch relativ spannend umgesetzt worden dafür, dass die Story so dünn ist. Womit wir dann jetzt auch bei den negativen Punkten wären, denn wie ich gerade gesagt habe, ist die Story ein wenig zu dünn. Es bleiben einige Fragen unbeantwortet, zu denen ich gerne mehr gewusst hätte. Die Story hat einige Längen und der Bösewicht ist einfach viel zu 0815 und ist einfach nur Mittel zum Zweck in diesem Film. Nichtsdestotrotz ist Logan definitiv unterhaltsam geworden und deshalb gibt es von mir auch 7 von 10 Punkten für den Film. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja wie bei den Vorgängern auch später fürs Heimkino einen Directors bzw. Extended Cut, wo dann einige Fragen vielleicht doch noch beantwortet werden. Auf alle Fälle solltet ihr bis ganz zum Ende sitzen bleiben, denn es gibt noch eine After-Credits-Szene, die wir in der Pressevorführung jetzt nicht gezeigt bekommen haben, warum auch immer, also seid ihr mir in diesem Punkt dann voraus, wenn er im Kino ist, aber auf jeden Fall wünsche ich euch dann dabei ganz viel Spaß und bedanke mich herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt gibt es von mir noch die Info, dass ihr bei mir ab nächster Woche etwas gewinnen könnt, nämlich Splendid Film hat mir eine Blu-ray und eine DVD von Army of One, einer neuen Komödie mit Nicolas Cage und Russell Brand in den Hauptrollen, zur Verfügung gestellt, damit ich es testen kann.
kann und euch zeigen kann in einem Video. Und dann könnt ihr bei mir diese DVD von Army of One gewinnen. Teilnehmen an diesem Gewinnspiel könnt ihr aber jetzt schon in diesem Video, wenn ihr möchtet. Nämlich, das geht ganz einfach, abonniert meinen Channel über diesen Button hier, mein Gesicht im Comic-Look, und schreibt von mir aus unter dieses Video oder später unter dem Test von Army of One, warum ihr die DVD gewinnen möchtet. So einfach ist das und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut, ciao!